Ich möchte versuchen, so ein bisschen aus den Krallen von Google herauszukommen. Und nachdem Google nun mit Google Maps eine neue Version gebracht hat, die bei mir fürchterlich bescheiden läuft, ab und zu nicht alles darstellt und so weiter, und ich sowieso nicht zufrieden bin, dass Google immer weiß, wo, von wo nach wo ich fahre, plane oder sonst was mache, habe ich mir mal Alternativen angesehen. Aber gucken wir erstmal auf den Bildschirm. Das, was wir hier sehen, das ist Google Maps. So kennen wir es. Und das hier, das ist OpenStreetMap. OpenStreetMap kann man auch im Internet online sich ansehen. Da kann man genauso wie mit Google vergrößern, verkleinern, verschieben. Passen Sie auf, wenn ich hier reingehe. Ich werde jetzt mal fünfmal vergrößern. 1, 2, 3, 4, 5. So, und da ist das Bild. Ich gehe mal zu Google und mache hier das Gleiche. Moment, also da sehen wir, es geht genauso schnell, aber das Bild dauert viel, viel länger, bis es kommt. Also da ist OpenStreetMap sogar noch besser. Und auch beim Verschieben bekomme ich von Google erstmal so ein Matschbild, bevor er dann nachgeladen hat. Und wenn ich hier verschiebe, mal sehen, wie es da ist, habe ich eigentlich gar nicht probiert. So, und da bekomme ich kein Matschbild, sondern gar kein Bild und dann lädt das. Okay, also von der Sache her eigentlich vergleichbar. Von der Optik her gefällt mir OpenStreetMap eigentlich besser und vor allen Dingen von der Philosophie her gefällt es mir besser, weil ich da nicht in dem Maße überwacht werde, wie ich es normalerweise gewohnt bin von unseren amerikanischen Freunden, die uns so gern ausspionieren. So, openstreetmap.de, darunter erreiche ich das. Und wenn ich mir ansehe, was für unterschiedliche Karten ich hier habe, zum Beispiel hier bei Karten, die wir eben gesehen haben, dann für mobile Geräte, die ist anders aufgelöst, ist klar. Oder hier Wanderrouten. Bevor wir jetzt da reingehen, wir haben hier auch Schifffahrtskarten und es gibt noch viel, viel mehr. Auch zum Beispiel ganz alte und so, aber ich denke, in Wanderrouten können wir einfach mal reinschauen. So, und da sehen wir, die sind besonders hervorgehoben. Die kann ich mir natürlich auch auf meinem Dattelfon ansehen, wenn ich unterwegs bin. Weiß nicht mehr, wo ich bin. Kelsterbach, aha, da weiß ich wieder, wo ich bin. Also sehr schön gemacht und vor allen Dingen, ich komme weg von dieser Überwachungssituation. Wir wissen ja, dass alles irgendwo hingemeldet wird und das sollte und dürfte nicht sein. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gibt aber auch Gegenden, wo ich rumlaufen, wandern, fahren will, wo ich vielleicht nicht unbedingt den Internetzugang habe. Und da habe ich eine Möglichkeit gefunden, die sehr, sehr schön ist. Und zwar nennt die sich Viking. Wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, ich habe mir da einen zu viel aufgemacht. Die machen wir andersrum, pass auf. Das ist kein Problem. Ich gehe nochmal in Google Maps hinein. In Google Maps und schaue mir hier mal diese Ansichten an, diese Satellitenansicht. Das hier ist jetzt ein Ausschnitt von einer kleinen dänischen Insel, die im Wattenmeer liegt, der man aber auch nur bei Ebbe erreichen kann. Manö heißt diese Insel. Und da wohnt mein Freund Erik da an dieser Ecke. So, und jetzt sehen wir die Qualität der Google-Karte. Und jetzt kommt Viking. Viking, was auch offline arbeiten kann, also was nicht immer unbedingt im Internet sein muss, was die Karten auch speichern kann. Schauen Sie, so sieht das Gleiche aus. Hier wohnt Erik. Das heißt, der wohnt gar nicht da, der wohnt in Esbjerg. Aber da hat er sein Ferienhaus. So, und hier, so sieht es bei Google aus und so sieht diese Karte aus. Was ist denn das nun für eine Karte? Na, die ist nicht von Viking, sondern die ist von Bing. Das ist eine Karte, wie sie von Bing zur Verfügung gestellt wird, die bei Viking überlagert wird. So, und was man damit alles machen kann, das will ich Ihnen zeigen. Viking kann ich also laden. Das gibt es sowohl für die Windows-Plattform wie auch für Linux. Das hier ist natürlich jetzt Linux bei mir. Und wenn ich es geladen habe, könnte es sein, dass es nicht läuft bei unter Linux. Da musste man GPS Babel nachinstallieren. Nicht Babel, sondern Babel. Und dann hatte ich eigentlich gar keine Probleme mehr. Ich starte Viking. Eine Hürde habe ich, wenn ich, weil das eigentlich ein Editor ist für GPS-Daten, die ich einlesen kann von meinem Dattelfon oder von meinem GPS-Empfänger, um dann nachzuvollziehen, wann ich wo war, wie lange ich gewesen bin und ähnliches, muss ich immer so einen Startpunkt haben. Und da muss man erstmal drüber. Ich habe einen
Das ist ein reines Textfile, das habe ich angelegt. Das heißt natürlich mag sein, also so wie und da ich wohne, so sieht das aus. Ich überlege mir gerade, falls jemand da eine Hürde hat, ich kann dieses Textfile einfach bei uns auf die Heimseite stellen und das können Sie sich dann kopieren und da reinlegen. Denn Sie müssen bei Viking als erstes sagen, Datei öffnen. Ich habe hier unter zuletzt geöffnet, jetzt auch schon mag sein. Öffnen mag sein dann, wenn Sie das so nennen, das können Sie auch Start oder irgendwas anders nennen. So, und dann kommt gleich diese Karte. So, diese Karte, die lädt sich jetzt auch aus dem Internet nach, aber man kann sie auch einstellen, dass sie nicht automatisch nachlädt und dass sie Sachen, die wir uns angesehen haben, auch speichert, sodass sie offline arbeiten können. Jetzt schauen Sie mal, wie schön diese Karte, wenn ich jetzt meinen Mauszeiger finden würde, könnte ich sie noch zeigen. Aha, da ist er. Wie schön diese Karte sich verschieben lässt. Gut, es muss natürlich nachgeladen werden. So. So, und genauso auch vergrößern, verkleinern und so weiter. Das geht wirklich relativ einfach. Jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Ich kann hier auf Karte, rechte Maustaste natürlich gehen, Eigenschaften. Und in Eigenschaften kann ich Kartentyp auswählen und dieser Kartentyp, da ist dann OpenStreetMap für unterschiedliche Karten, die ich da aussuchen kann für unterschiedliche Anwendungen. Und da habe ich dieses Bird Eye von Bing. Und wenn ich das jetzt aufrufe, da bekomme ich wirklich sehr schöne, also und da ist glaube ich noch eine Macke drin, sehr schöne, hoch aufgelöste Darstellung und sehr schöne Bilder. Gehen wir auf die Lupe, dann kann ich es Ihnen zeigen. So. So, und das, wie gesagt, das ist also Viking, das kommt aus dem Internet. Und wenn ich sage, speichere mir meine Sachen, lege ich sie ab, kann ich auch, wenn ich offline bin, kann ich damit genauso weiterarbeiten. Es ist ein Open-Source-Projekt, es ist ein freies Projekt, im Grunde genommen von Hobbyisten und es ist den Kinderschuhen längst entwachsen, was man nicht kann. Das ist einmal Straßenguck, ach nee, der Deutsche sagt ja Street View, und das zweite, Routen berechnen. Ich kann zwar Entfernungen berechnen, Entfernungen bestimmen, aber richtig Routen berechnen, so wie es bei Google Maps mittlerweile möglich ist, das kann man damit nicht. Das ist die einzige Einschränkung, die ich so sehe. Aber man kann sich anzeigen lassen, wo man sich befindet, wo man ist. Naja, also vielleicht können wir in ein, zwei Jahren damit auch unsere Navigationssysteme füttern. Würde mir sehr gut gefallen.